Willkommen, Freunde, zurück bei Assassin's Creed Rogue. Wir sind also wieder hier. Und nachdem wir im letzten Part die Hauptstory abgeschlossen haben, muss ich mir erstmal wieder den Ton lauter drehen. Ich hatte den letzten Part ja etwas runtergedreht. 11 Verbesserungen sind verfügbar. 11 Stück. Jetzt am besten verkaufen wir noch direkt ein bisschen Tabak. Weg damit. Was können wir denn? Nein. Breitseiten können wir. Ich guck mal. Erstmal, ich möchte den Mörser. Mörser verbessern. Dann die Stärke der. Haben wir noch nie benutzt. Schwere Kugeln. Das haben wir schon. Da fehlt uns der Plan für. Das könnten wir, aber Mannschaftsquartier haben wir mehr eine bessere Crew. Naja, warte, erstmal nicht. Frachtraum, können wir mal Fracht transportieren. Ist gut. So, jetzt können wir wahrscheinlich wieder nichts mehr machen. Doch, wir können die Panzerung vom Beiboot noch verbessern. So, soweit. Das und wir ziehen wieder was anderes an. Aber zuerst schauen wir in der Flotte vorbei. Schwupp. Naja, seht ihr, da kriegen wir auch schon mal wieder Geld. Und noch mehr, sehr schön. Löwenkopf Admiralssteuerrad haben wir bekommen. So, und wir haben 7 von 33. Gibt es noch viel zu tun. Erstmal werden wir hier. Hier oben kommt ein kleines Kanonenboot hin. Ne, ein Kanonenboot brauchen wir jetzt nicht. Du wirst repariert. Die Danae. So. Schlacht beginnen. Und wir haben wieder 3 Fässer, sehr schön. Aha. Der Schoner wird direkt platt gemacht und na bitte, die Switchblade. Ah, hat nicht gereicht. Bumm. Hallo? Wumms. So. Immer noch riskant. Das heißt direkt die nächste Schlacht. Du bist direkt wieder repariert. Kleines zwei Kanonenboote. Dann kommt die Victoria wieder oben rein. Die Duke und die Renommee. So, und jetzt kann die Victoria das andere Kanonenboot einfach platt machen. So. Riskant. Gegner Franzose, ein kleines Kanonenboot. Na gut. Wird schon schief gehen. Oh. Der Franzose ist schneller. Viel schneller. Aber er hat ihm trotzdem nichts genützt. So.
Schicken wir die hin. Schwupp. Havanna. So. Schicken wir dort ein Schiff hin. Reparieren wir dich mal eben. Dann fährst du dahin. 7 von 33 abgeschlossen. Das heißt, hier kann man also nicht unendlich viele machen. Wenn ich das richtig verstehe. So. Du fährst dahin. Du fährst da runter. Und dann fährt hier noch ein Schiff hin. Ich wollte schon sagen. So. Das wäre das. Dann ziehen wir uns mal irgendwas anderes an. Das Schwert und so. Wir haben die hier, Moment. Die wäre natürlich. Kaufbar. So. Haben wir noch eine schöne Pistole? Wir haben Moment die hier, die ist 333. Sind soweit auch so ziemlich die besten so Monturen. Aber dafür brauchen wir alle eingebrochenen Säulen. Dafür brauchen wir Templerkarte. Dafür brauchen wir alle, müssen wir alle Assassinen abfangen. Dafür brauchen wir alle Schwerter. Ja, alle legendären Schlachten. Flottenmission, okay. Muss hergestellt werden, ja, es muss alles hergestellt werden. Wir ziehen die von Edward mal an. So. Das passt aber auch viel besser hier in die Gegend, oder? 70.000 ausgegeben, ja toll. Was können wir hier noch machen? Hier haben wir noch Truhen und Sammelobjekte. Assassinen abfangen? Okay, Truhen, Sammelobjekte und Assassinen. Ich würde sagen, dann räumen wir die Stadt auf. Als. Oh, was ist das? In der Montur von Edward Kenway. Nun. Ist ja gar nichts los in der Stadt. Sind alle ausgeflogen oder wie? Ah, hier sind welche. Yeah. Ihr braver Hund. Let it be known that Richard Patrick willfully. Da oben, gut. Hopp. Ja.
schön, dass er da wieder nicht drauf will. Machen wir es halt so. Zack. Das war das 11. Sammelobjekt. Die Taverne haben wir. Da hinten haben wir noch eine Truhe. Oh, da müssen wir auch hin. Hopp. Servus. Okay. Schwupp. Hier. Die Schiffe, dazu müssen wir unser Schiff erstmal richtig aufrüsten, bevor wir an sowas überhaupt nur denken können. Ah, die steht einfach hier. Das war die 8. Die 9. ist da. Die letzte Truhe, da haben wir da noch einen Aussichtspunkt. Den wir auch nicht synchronisiert haben. Na sowas. Die Taverne haben wir schon, oder? Sieht so aus. Ah, hier sind wir nochmal ganz woanders. Hier haben wir noch 14 Truhen. Ah, hier waren wir noch. Das ist ein ganz anderes Gebiet. Ach, da ist die letzte Truhe. Oha. Hier haben wir ja noch einiges zu entdecken dann. Na gut. Warum nicht? Ach, das ist die Truhe, die wir nicht bekommen haben. Beim letzten Mal. Wo ist die denn? Verdammt, noch eins. Wir sind irgendwie da hoch, glaube ich. Wartet mal, die finden wir schon noch. Nee. Ja. Die ist auf der anderen Seite der Mauer. Ha, Truhe, wo bist du? Ist sie tatsächlich hier? Jupp, hier ist sie. Ja. Das ist ja gemein. So, mach auf. 2 von 12. Ne, wartet mal, wir machen erstmal das eine Gebiet fertig, würde ich mal sagen. Da ist die Truhe. Da können wir nicht schneller hin. Dann reisen wir da schnell hin. Wir machen erstmal das eine hier fertig. Wir gehen jetzt von Gebiet zu Gebiet. Alles schön der Reihe nach. Sonst kommen wir irgendwann durcheinander. So. Bank ist leer. Komisch. So, wir wollen jetzt erstmal das hier. Hopp. So, die steht einfach hier. Okay, da kommen wir sowas gar nicht rein. Dann holen wir uns das schnell. Lalalala. Ah, oh, der eine ist schon wieder zurück. Das ist schön, aber... Hopp. Das war Nummer 11. Und da zielt jemand auf uns. So, dann gehen wir als nächstes hier unten hin. Hier scheinen wir auch noch ein paar Sachen nicht zu haben. Ja, vor allem ist da die...
know you die. Oops. You won't lose us. You're already dead. We're not done here, Smith. Guards, help! Jo. Das war so gar nicht geplant. Hopp. Jo, hier rüber. Ja. Schub. So. Hoppa. Lalalala. Mal schauen, wann wir ins andere Gebiet kommen. Das sah interessant aus. So. Hopp. Oh. Hopp. 5 von 7. Machen wir uns jetzt Nummer 6 von 7. Ui, der hat uns zum Glück nicht mehr getroffen. Jo. Naja, sollen sie hier doch irgendwo sein. Hopp. 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 Und zack. Mio. Hopp. Verdammt! Vielleicht müssen wir von hier springen. Mann! Frechheit! Hopp! 5 von 6? Da ist 6 von 6. Gut, dann gehen wir jetzt erst hier rüber. Ja. Einfach ignorieren. Ups. Einfach immer ignorieren. Moment. Okay, die steht oben. Hops. Da hinten ist sie. So. Quatsch. 8 von 9. Da versuchen wir auch das nochmal. Weil die Tauben fangen ist nicht das Problem. Da wissen wir jetzt, wie es geht. Aber die Mission dann zu machen. Was war das? So, Taube, wir kommen. Ja. Oder auch nicht. Da ist sie. So. Ach, ja, das wieder. Diese Mission. So. Zack. Ja.
So. I'm not sure what that man wants. Yeah. There's nothing amusing about such a display of distress. I forgot my knife. Otherwise, I'd join in. I kid you not. Wo zum Teufel ist der denn hier, der denn dann? They should be ashamed of themselves, scaring people like that. I expected a fair fight. Look at that shameful display. I would fight back. I can't wait to see my blade buried in your heart. So. Bitte, lasst mich gehen. Ich habe nichts getan. I like it. So, schwupp. So, wo ist der letzte? Einer fehlt noch. Einer fehlt hier noch, der ist irgendwo hier hinten. Such senseless violence. There is nothing we can do about it. Nein! Oh, schlag ihn, Mann! Du, das gibt's doch gar nicht. Wieso hat er den jetzt nicht? Na, warte. Oh, das gibt's doch nicht. Ah, nochmal. Das machen wir in dem Part jetzt noch. Mann. So. Oh Mann, das ist echt. Wieso hat der den ja nicht einfach erstochen? So, halt erstmal den Typ da oben. So, das war Nummer 1. Cowardice is a blight. I cannot bear to watch. So. I forgot my knife, otherwise I'd join in. I kid you not.
Keine Ahnung, wo der ist. Bevor der da... Bevor der hier gleich wieder stirbt. Gut, Sir. Euer Tag scheint auch schlecht zu sein. Mein Rücken schmerzt fürchterlich. Ich wurde von einem Bären angegriffen und kann nicht mehr arbeiten. Mein Magen knurrt fast genauso laut wie der Bär. Jetzt beschweren sich schon einige meiner Kunden. Lass mich gehen! Ich habe nichts getan! So. Das war der andere. Wissen wir jetzt, kommt von hier vorne. Das heißt, wir gehen ein Stück voraus. Da ist er. Aber wir haben es geschafft. So. Wir haben es geschafft. Gut, Freunde, würde ich sagen, das soll es für diesen Part gewesen sein. Im nächsten machen wir hier weiter. Und ich sage erstmal bis dann und ciao.